Und doch hat vor vielen Jahren in die wohlgeordnete kleine Welt des Uferstädtchens ein außergewöhnlicher Mann eine ziemliche Unruhe gebracht. Einer, der sogar über den Tod hinaus aus dem Rahmen fällt, sogar sein Grab steht ein bisschen außer der Reihe. Hier liegt seit 1952 Gustav mit F. Nagel. Und neben seiner letzten Ruhestätte gibt eine Tafel Auskunft über seine Taten und sein Leben. Und auf einem Foto sieht er aus wie Willie Nelson, nur ohne Zöpfe, aber mit viel tieferem Blick. Wer mehr über diesen Mann wissen will, der muss bei Christine Meyer anklopfen. Die ehemalige Erzieherin hat ein Buch über ihn geschrieben und weiß alles von Gustav Nagel. Sie hat ihn als Kind noch erlebt und war, wie so viele, fasziniert von diesem vielseitigen Menschen. Er war Prediger und Pilger, Politiker, Provokateur, Prophet und Poet, war Gesundheitsapostel, Deutschlands erster Hippie, Barfußgänger, Rechtschreibreformer und Vegetarier. Von den Nazis verfolgt, von der DDR verachtet, eingesperrt und verlacht, denn vor allem war er ein Sonderling. So, hier ist mein Archiv. Hier habe ich alles chronologisch geordnet, was ich über Gustav Nagel gesammelt habe. Viel ist zusammengekommen in 35 Jahren Forschung. Fotos, Briefe, Dokumente über Nagel und seine Familie. Hier ist er mit seinen Kindern zu erkennen. Er hat seine Kinder in seinem Sinne erzogen. Die gingen auch alle barfuß im Winter wie er. Sie gingen sogar auch im Schnee barfuß zur Schule. Die Kinder wurden alle geachtet, weil sie die Klassenbesten waren, jeder in seiner Klasse, weil sie nett und kameradschaftlich waren und so auch bei den Mitschülern und auch bei den Lehrern überall Anerkennung fanden. Als junger Kaufmannslehrling wurde er schwer krank und entdeckte die Heilkräfte der Natur. Er nahm eiskalte Bäder, aß nur noch Rohkost und zog erst in eine Erdhöhle und dann in seinen Tempel am Arendsee. Und zog auch immer wieder leicht bekleidet über Land, um Nächstenliebe und Frieden zu predigen. Da konnte es wohl nicht ausbleiben, dass man ihn für verrückt erklärte, statt ihn zu respektieren. Ja, dass er sein Leben konsequent durchführte und nicht vor den vielen Verspottungen Halt machte und sagte, nee, die verspotten mich, ich gebe mein Leben auf. Er führte konsequent sein Leben trotz verschiedenen Gesellschaftsordnungen immer durch. Vor allem war er Visionär und scheiterte schon lange vor späteren Kultusministern mit dem Vorhaben, die deutsche Rechtschreibung zu reformieren. Substantive schrieb er klein. Bei ihm gab es kein V. Das stumme H hat er weggelassen. Wenn wir es nicht hören, schreiben wir es auch nicht. Das lange I. Wozu ein E schreiben? Wir hören es doch gar nicht. Die, D-I. Für uns sieht es komisch aus vom Schriftbild her, aber es ist doch ganz logisch. Und was haben da die Zeitgenossen gesagt, wenn sie einen Brief von ihm bekamen? Also 1902 in einem Gutachten wollte schon ein Mensch, ein Doktor schreiben, der hat zumindest geäußert, der muss ja verrückt sein, so wie der schreibt. Er muss ja verrückt sein. Ja, da fragt man sich, wer verrückt ist. Auch wenn sein Geschmack in Sachen Brautmode zumindest nicht mehrheitsfähig war, die Frauen liebten Gustav Nagel. Aber hielten es nicht lange mit ihm aus. Dreimal war er verheiratet. Man fragt sich, wieso noch niemand darauf kam, einen großen Film über diesen grandiosen Träumer zu machen mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja, er hatte sehr wenig Anhänger, weil er einfach zu radikal war. Die Leute haben ihm zugehört und das war's dann. Nee, durchführen, dann müssten wir ja unser bequemes Leben aufgeben. Und das wollte keiner.
Aber fasziniert hat er sie alle. Unten am Arendsee, da wohnte er in seinem Tempel und da war er eine Touristenattraktion. Tausende kamen mit Sonderzügen, um ihn zu sehen und ihn zu hören und zahlten sogar Eintritt dafür. Einen kleinen Park gibt es dort heute mit ein paar Überresten seiner Bleibe. Und nur wenige sind noch übrig, die sich erinnern. So wie Frau Braunsdorf und Frau Kersten, die sind schon über 90. Und liefern den Beweis, dass dieser Mann auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tode noch immer für Überraschungen sorgt. Selbst bei Frau Meier, die sonst doch alles von ihm weiß. Morgens unterm Fenster, wenn er Urlauber kennengelernt hat, hat er unterm Fenster gesungen. Wissen Sie das? Nein. Ja, ich weiß das ganz genau. In der Osterburger Straße ist er mal gewesen. Und da hat er unterm Fenster gesungen, aber ich weiß nicht mehr was. Um 5 morgens hat er die Badegäste, die früher die Urlauber, die hat er besungen. Na, das ist aber auch jetzt in der Forschung eine neue Erkenntnis. Also da staune ich auch. Und als Kinder sind wir ja auch immer offen am See. Und Hatten Sie nicht auch ein bisschen Angst vor dem? Nee. Oh. Ja, mit so einem langen Bart. Und jetzt wollen Sie wieder was sagen. Dann muss ich das aber dahin legen. Ich komme ein bisschen dicht daran. Ja. Nee. Also, Angst hatten. Angst? Als Kind? War ein schöner Mann. Ja? Na sehr klar. Schön. Ach. Ja, die haben den auch nicht veralbert oder so. Der gehörte zu Arendsee, ja. Nicht? Ja. Ja. Die ist immer barfuß. Der Einsiedler vom Einbruchsee, der unter Touristenfenstern sang morgens um 5. Wäre doch schön, wenn's mehr davon gäbe. Dann könnte doch die Welt, zumindest unsere Kurorte, um einiges interessanter sein.